Guten Tag, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie bei unserer dritten Sendung unterwegs auf dem Katholikentag. Wie Sie sehen können, haben die vielen Gebete für besseres Wetter endlich gewirkt. Es hat aufgehört zu regnen. Wir sind hier jetzt gerade beim Zentrum der Jugend. Hinter mir können Sie den Hochseilgarten sehen. Das ist etwas nur für die ganz mutigen Besucher des Katholikentages. Wir waren heute Morgen schon im Regensburger Dom und haben die Gemeinschaft von Jerusalem besucht. Sie verstecken sich nicht hinter Klostermauern, sondern leben mitten in der Stadt und arbeiten sogar halbtags in zivilen Berufen. Die Gemeinschaften von Jerusalem wollen sinnsuchenden Menschen in der Großstadt Halt und Hilfe anbieten. Auch auf dem Katholikentag sind sie zu Gast und feierten heute früh mit Bischof Rudolf eine heilige Messe im Dom. Schwester Edith sieht gerade in den Großstädten einen tiefen Durst nach Wahrheit, Glauben und Liebe. Das Faszinierende an der Stadt ist die Tatsache, dass sie eine Wüste ist in der ganzen Ambivalenz. Die Wüste hat etwas unglaublich Faszinierendes. Schon in der Sahara ist der Durst, die Sehnsucht nach, ja wonach, nach mehr als das Unmittelbare, was man vielleicht begreifen kann, vor den Augen hat. Wir würden sagen, im geistlichen, spirituellen Sinn die Sehnsucht nach Gott. Seit 2009 feiert die Gemeinschaft täglich meditativ gestaltete, ostkirchlich beeinflusste Stundengebete mitten in der Kölner Altstadt. Und jetzt auch während des Katholikentages hier in Regensburg. Was erhoffen Sie sich vom Regensburger Katholikentag? Unsere Gemeinschaften sind hier, um das Stundengebet zu feiern. Dazu sind wir eingeladen worden. Ich bin fasziniert zu sehen, wie viele Menschen kommen, die Stille suchen, das Gebet suchen und sich eben durch die Kraft, die sie im Gebet schöpfen, dann wieder aufmachen, hinein in die Diskussion, in die Auseinandersetzung mit dieser Welt, so wie sie heute ist, und versuchen, diese christlichen Werte, die wir alle geschenkt bekommen haben, in unserer Gesellschaft von heute wieder freizulegen oder neu zu gestalten. Wer sich näher über die Gemeinschaften von Jerusalem informieren möchte, kann dies auch während des Katholikentages tun. Und zwar zum Stundengebet entweder morgens, abends und nachts in der Kirche St. Katharina oder mittags in der alten Kapelle. Ich stehe hier vor dem Zentrum der Jugend auf dem Katholikentag in Regensburg und wie man unschwer erkennen kann, sind ganz viele Jugendliche und auch Kinder hier angemeldet. Deswegen haben wir gesagt, wir hören uns jetzt auch mal direkt bei der Jugend der Kirche um. Bei mir steht jetzt Raffaela. Sie ist 20 Jahre alt. Raffaela, warum bist du auf dem Katholikentag und mit wem bist du hergekommen? Ich bin hier auf dem Katholikentag, weil als ich erfahren habe, dass er hier in Regensburg stattfindet, dachte ich mir, es ist eine super Möglichkeit, hier als junger Katholik dabei zu sein, andere Katholiken kennenzulernen, Gott zu begegnen, auch durch zum Beispiel Messen, Anbetungen und auch verschiedene sehr interessante Vorträge mitzuhören. Und was hast du in den letzten Tagen hier schon erlebt? Also ich hatte bis Mittwoch noch Universität, das heißt, ich bin erst am Donnerstag ein bisschen durch die Stadt geschlendert, war zum Beispiel beim Inklusionstheater. Dann war ich in einer Anbetung bzw. auch in einer Messe und ich habe mir den Vortrag Ökologie des Menschen angehört. Es war ein sehr interessanter Vortrag mit verschiedenen Stellungnahmen über die Ökologie des Menschen. Es wird ja immer oft gesagt, die Kirche heute sei nicht mehr zeitgemäß und es muss alles moderner werden, wir müssen die Jugend anders ansprechen. Was gefällt dir an der Kirche oder was gefällt dir nicht? Würdest du irgendwas ändern oder? Also ich persönlich habe den Eindruck, dass die Kirche sehr jugendoffen ist. Also es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wo sich Jugendliche engagieren können, zum einen in der eigenen Gemeinde und unter anderem aber auch im Weltjugendtag oder hier der Katholikentag hat ja, wie man sieht, ein eigenes Zentrum für Jugendliche. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten mitzumachen als Jugendlicher, als Student. Gibt es irgendeine Aktion, die dir besonders gefällt, wo du sagst, da fühle ich mich besonders angesprochen als Jugendliche? Sehr viele. Also vielleicht kennen das einige. Das ist von der Jugend 2000. Die Nacht der Begegnung gibt es unter anderem. Es gibt auch das Night Fever, was jetzt am Samstag stattfinden wird, von 20 bis 22 Uhr in St. Emmeram. Da würde ich, also ich gehe definitiv hin. Es ist immer eine sehr gute Möglichkeit für Jugendliche wirklich auch mit Gott in Kontakt zu kommen, mit anderen Jugendlichen in Kontakt zu sein. Ich habe gehört, bei Night Fever wird es sogar eine Chill-Out-Zone geben. Ist es das, was man jetzt modern unter Kirche versteht? Das mag sein. Mir persönlich liegt zum Beispiel jetzt auch die Wallfahrt. Also ich bin da noch vielleicht ein bisschen konservativer, aber genau, Anbetung, Wallfahrt, das ist auch meines. Ja, vielen Dank, Raffaela, gerne, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Ich wünsche dir noch viel Spaß auf dem Katholikentag. Den werde ich haben.
Und wir bleiben gleich beim Thema Anbetung und schalten zu einem Beitrag zur Holy Hour. Musik, Gebet und Stille, das sind die zentralen Elemente der Holy Hour. Veranstaltet wird diese Meditation von der Jugend 2000. Jeden Abend um 18.30 Uhr geht es in der Pfarrei St. Fidelis in der Uhlandstraße los. Vorbeikommen kann jeder. Ich würde sagen, das ist eine tiefe Atmosphäre des Gebets. Eine Atmosphäre, die geschaffen ist durch die Musik, durch den schönen Kirchenraum. Und durch die Musik kann man sich hineinnehmen lassen in eine Atmosphäre, in der man Gott spüren kann. Und so ist es vielleicht für den Außenstehenden, der mit dem gar nichts zu tun hat, eine erste Erfahrung, dass man wirklich Christus erleben kann, dass man Gott erleben kann. Und das persönliche Erlebnis mit Gott ist in dieser Stunde ganz sicher möglich, aber nicht nur das. Es gibt die Möglichkeit, wie heute zum Beispiel haben wir es gehabt, dass die Leute für ein sehr persönliches Gebet nach vorne kommen dürfen und da ein Körnchen in das Weihrauchfass reinlegen dürfen und so ihr Gebet zu Gott aufsteigt und das auch nochmal versinnbildlicht wird. Gleichzeitig gibt es auch immer, sofern es möglich ist, die Gelegenheit zum Sakrament der Versöhnung. Da stehen Priester bereit und da können die Leute oder die Jugendlichen kommen und einfach für ein offenes Gespräch oder auch für ein tatsächliches Beichtgespräch kommen und da ihre schwere Last, die sie vielleicht mitbringen, loswerden und so wieder neue Kraft und neuen Mut schöpfen. Höhepunkt der Jugend 2000 wird ganz sicher das Night Fever am Samstag in St. Emmeram sein. Wir berichten am Sonntag in unserer letzten Katholikentagssendung darüber. Es gilt immer noch, manches zu erleiden, vieles zu tun. Die Jugend 2000 bewegt also eine ganze Menge hier in Regensburg, wie man sehen kann. Wir sind mit unserer Sendung heute schon am Ende angelangt und ich hoffe, Sie sind morgen wieder mit uns dabei. Wir gehen dann auf Wallfahrt nach Neukirchen beim Heiligen Blut und ich hoffe, wir sehen uns wieder.